wie geht's dir eigentlich? Oh, hallo. Sehr schön, dass du da bist. Wie geht's mit deiner Ehe? Oh, wunderbar. Es könnte überhaupt nicht besser sein. Es ist so eine wundervolle Ehe, eine so harmonische, glückliche Ehe. Vor allen Dingen auch eine Ehe ohne Streit und Diskrepanzen. Wobei ich sagen muss, dass ich zu diesem Punkt natürlich auch das Meinige beitrage, indem ich nachgebe. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Frauen auch mal nachgeben. Die Männer haben ja nun in den letzten 30 Jahren in sehr vielen Punkten Zugeständnisse gemacht. Das kann man ja nicht anders sagen. Jetzt ist es auch mal an uns Frauen, mal nachzugeben. Oder wenn er später nach Hause kommt, nicht zu meckern, sondern ihn gepflegt, attraktiv zu empfangen, damit er auch sieht, was für eine schöne Frau er hat. Ihn zu fragen, ob er noch etwas zu essen haben möchte, nicht zu meckern, dass er nachts um 2:30 angetrocknete Bratkartoffeln haben möchte, sondern sie ihm zu machen. Das sind eben so die Kleinigkeiten, die die Ehe ausmachen. Nicht zu meckern, ihn nicht vor Freunden zu blamieren, sondern ihm, wenn es da irgendwelche Diskussionen gibt, grundsätzlich immer Recht zu geben, auch in politischen Fragen. Ich verstehe ja nichts davon, aber trotzdem sage ich grundsätzlich, er hat Recht. Ich gebe ihm immer Recht. Na gut, aber das habe ich gehört, dass er, wenn er vorgibt, abends immer zum Fußball zu gehen zum Beispiel, dass er da in Wirklichkeit sich mit Frauen trifft und sich betrinkt. Mit Frauen trifft und sich gar nicht betrinkt? Ja. Von wem hast du das gehört? Wer hat das gesagt? Das habe ich von Bekannten gehört. Von welchem Bekannten? Von Jürgen. Oh, von Jürgen! Der hat es ja mal wieder nötig. Jürgen, der schließt da wohl von sich aus andere. Jürgen war zweimal verheiratet, hat sich zweimal scheiden lassen. Es lag natürlich beide Male an den Frauen. Wobei, gut, die eine hat sich nicht um den Haushalt gekümmert und die andere nur um ihre Karriere und beide nicht um Jürgen, muss man auch sehen. Jetzt ist er mit einer 25 Jahre jüngeren Frau zusammen und überlegt schon wieder, dass es doch eigentlich spirituell jetzt nicht harmoniert. Und ausgerechnet Jürgen meint deswegen, meine glückliche Ehe beurteilen zu können. Vergiss es. Der soll sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern. Wir wissen, was wir aneinander haben. Und also du glaubst ihm das nicht? Jürgen? Mhm. Warum sollte ich das Jürgen glauben? Ich glaube, mein Mann. Und mein Mann hat mir noch gerade neulich, wann war denn das, als er mir das gesagt hat, dass sie seine absolute Traumfrau bin und dass er bei mir endlich angekommen ist, am Zielende seines Lebensweges, die Partnerin gefunden hat, die er immer und immer wieder gesucht hat, so lange Zeit. Oh, mir ist so richtig warm ums Herz geworden, als er das zu mir gesagt hat. Wann war das nochmal? Ach ja. Kurz vor meinem Geburtstag, den er vergessen hat. Aber er hat ja so viel zu tun und er arbeitet ja schließlich für uns beide. Was? Du, Nicola, ich muss dir da was sagen. Ja. Er hat mir gesagt, dass er sich scheiden lassen will. Was? Was will er? Will sich scheiden lassen. Er will sich scheiden lassen? So, von mir will er sich scheiden lassen? Und sonst? Hast du nur mit dir verheiratet? Oh, diese alte Sau! Ich rufe sofort meinen Anwalt an, oder? Nein, noch viel besser. Ich warte, bis er nach Hause kommt und dann bringe ich ihn um. Dann kann ich wenigstens sagen, dass wir bis zum Schluss eine gute, harmonische Ehe gehabt haben. Und dann rufe ich unseren Anwalt an. Diese Drecksau, das wird ihm leid.